Fire E-Book Tutorial. Step 1. Dashboard. Um ein neues E-Book zu veröffentlichen, klicke auf dem Fire Dashboard oben links auf den Button Neue Veröffentlichung. Der Veröffentlichungsprozess besteht aus 5 Schritten, die dir oben angezeigt werden. Es ist auch zu einem späteren Zeitpunkt nochmals möglich, zwischen den Schritten hin und her zu springen. Felder, die mit einem Sternchen gekennzeichnet sind, müssen zwingend ausgefüllt werden. Weiterführende Infos zu den einzelnen Angaben erhältst du über die blauen Info-Icons. Step 2. Formatauswahl. Anschließend kannst du als ersten Schritt E-Book als Format für deine neue Veröffentlichung auswählen oder an einem bereits bestehenden Entwurf weiterarbeiten. Step 3. E-Book-Daten. Hier legst du die wesentlichen Daten deines E-Books fest. Zunächst kannst du dir eine ISBN zuweisen lassen, sofern du nicht selbst über eine verfügst. Sobald du diese Seite abgeschlossen hast, kannst du die ISBN auch in den Entwürfen sehen und diese für dein Impressum verwenden. Wähle einen bestehenden Verlag aus oder erstelle ganz einfach einen neuen. Gib Titel und gegebenenfalls Untertitel ein. Danach lege die Autoren und, wenn vorhanden, weitere Mitwirkende an. Wähle eine Sprache und das Datum, an dem dein E-Book erscheinen soll. Dieses sollte mindestens 2 Wochen in der Zukunft liegen. Trage eine Preisempfehlung, die Originalsprache und eine Beschreibung mit mindestens 200 Zeichen ein. Zusätzlich benötigen wir 5 Keywords, eine Autorenbeschreibung und die Seitenanzahl. Wähle anschließend zwischen Reflowable Layout und Fixed Layout. Nähere Informationen dazu findest du unter dem Info-Icon. Bei den verwandten Produkten kannst du beispielsweise ein existierendes physisches Buch eintragen. Dadurch können die Produkte schneller in den Stores verbunden und gemeinsam angezeigt werden. Wähle bei den Genre- und Themenlisten die passende Kategorie. Eine Angabe pro Liste ist Pflicht, die zweite jeweils optional. Step 4. Upload. In diesem Schritt kannst du dein Frontcover und deine E-Book-Datei hochladen. Step 5. Veröffentlichen. Im letzten Schritt kontrolliere nochmals deine Daten. Gegebenenfalls kannst du einzelne Shops oder Länder noch von der Veröffentlichung ausschließen oder Sonderregelungen für diese einstellen.
Nach Akzeptanz der Lizenzvereinbarung kannst du das Formular abschließen und dein E-Book ist bereit für die Veröffentlichung.